Hallo und herzlich willkommen zu Banjo Kazooie und zur letzten Welt. Click, Cluck, Woods. Zu meiner Lieblingswelt. Zur letzten und zu meiner Lieblingswelt. Sie ist einfach. Also, sie ist nicht einfach. Das ist eine. Also. Der schwer, also ja, die letzte Welt, der schwersten Welten. Und schon allein von Schwierigkeitsgrad gefällt mir die sehr. In was geht's in Glickwood? Glickluckwood. Es geht um die vier Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wir müssen nach der Reihe aufmachen und so kleine Aufgaben erledigen. Gut, ich habe keine Federn. Und in jeder Welt öffnet sich was anderes. Zum Beispiel in der Welt kann man zum Beispiel noch schwimmen, in der anderen kann man das nimmer, und die Gegner in der Welt sind diese Vögel da, was da draus hat, ja. Und ich hoffe, dass wir die 100% zusammenkriegen. Und die Animation werden wir noch öfter sehen. Also, jetzt gerade am Anfang, weil wir es halt das erste Mal besiegt haben. Und ja. Dann irgendwann halt nicht mehr. Wenn man stirbt, sieht man es halt noch einmal. Man muss alles nochmal sammeln. Und wenn ich in der Welt sterben sollte. Hole ich alles offscreen nach. Ich werde nicht alles in einem Part schaffen. Das ist unmöglich. Aber ich werde natürlich so viel wie möglich schauen, dass ich es schaffe. Und hinkriege. Aber ja, das wird das wenigste Problem sein, sage ich jetzt einmal. Ich mag die Musik in der Welt sehr gerne, also ich weiß nicht, wie oft ich das mittlerweile schon gesagt habe, dass ich die Musik in der Welt mag. Aber in der Welt mag ich sie am meisten. So, wir können mal nachschauen, wie viel er braucht. Er braucht 25 Schädel, ich habe 8. Das heißt, es geht sich nicht aus. So, das heißt, wir brauchen noch 12 Schädel. Da hinten ist einer. Ein bisschen laut ist, glaube ich. Das Problem ist halt, wenn ich es jetzt nicht zusammenkriege, die Schädel. Da in der Welt, die 20, muss ich rausgehen aus der Welt und dann alles nachholen. Das ist nicht so cool. Ich habe nicht mehr gewusst, wie viele Mumu-Köpfe man braucht. Ich könnte eine goldene Feder für eine goldene Feder verbrauchen. Das ist ein Deal. Und das Ziel in der Welt ist halt, zu jeder Jahreszeit den Baum zu besteigen. Ja. Und
alles zu sammeln. Wow. Und es ist halt ein bisschen anstrengend halt darauf zu kommen und so. So, das kann ich zum Beispiel noch nicht machen. Den Bienenstock, der geht erst zu einer speziellen Jahreszeit. Na, 11 haben wir schon. Vielleicht kriegen wir es in der Welt zusammen. Ich weiß es nicht. Versprechen kann ich nichts. So, jetzt kommt das Schierste. Darüber springen. Aber wenn du glaubst, das war schlimm. Ja. Und keine Sorge, es wird noch öfters passieren. Und ich spiele natürlich jetzt ohne Save States, so wie in Rusty Bucket B. Also, ja, ganz ohne werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen können, weil ich so am Ende des Parts das speichern muss. Und dann ist automatisch das Safe State gesetzt. Also, ja, das kann ich sowieso nicht verhindern. Aber sonst werde ich es halt vermeiden, so gut wie möglich keine Safe States zu setzen. Ein Versuch ist es ja wert. So, holen wir uns mal voll Energie. Aber es ist egal, sobald wir am Boden landen, da unten von der Höhe sind wir sofort Game Over. Also von dem her kein Stress. Und wenn sie jetzt denkt, ah, das schaut ja nur einfach aus und es schaut auch einfach aus, ich sage nicht, dass das auch wirklich schwer ist, das ganze, der ganze Spaß. Es ist halt nur anstrengend, das genau so springen, weil du musst es ja genau timen. Also wenn du die Welt nicht auswendig kennst, kannst du es vergessen. So, dann gehen wir mal ganz hinauf. Öffne den Sommer. Der was da wahrscheinlich schon offen scheint, aber normalerweise geht das Holztor, was man am Anfang gesehen hat, auf und dann ja. Ist halt offen. So, er ist seine Nüsse, das wird dann später auch noch wichtig. Aber jetzt ist das alles noch ziemlich uninteressant. So, Sommer ist offen. Aber wir müssen noch eins weiter hinauf. Die Federn sind dann später wichtig. So, zuerst zerschlagen wir das Ei und da kommt ein Falkenbaby raus. Ich bin Harry. Baby will einmal mächtiger werden. Baby ist müde. Na gut, dann nicht. Und schnurrt. So. Und jetzt kommt erst das spannende Teil. Eigentlich sollte ich das im Winter da machen, da raufklettern da.
Oh, nein, 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 nein. Boah. Wie habe ich das überlebt? Oha. Das ist ein Mumbo-Schädel, aber den hole ich mir jetzt nicht. Oh je. Da sieht man, wie schnell es passieren kann in der Welt, dass man da runterfliegt. Es geht nämlich wirklich sehr, sehr, sehr schnell. So, ich brauche noch ein Leben, bitte. Egal, dann gehen wir. Wenn wir jetzt schon runtergefallen sind. Einfach immer das nächste. Gehen wir in den Sommer. Wenn wir jetzt schon runtergefallen sind. So, Sommer. So, jetzt kommt unsere erste Nebenaufgabe. Ehre ist Hunger, will 5 Raupen haben. Unser Adler will 5 Raupis. Das Pokémon. So, der erste Jinjo. So, ich brauche Energie. Bitte, 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 gib die Energie her, danke. Raupe Nummer 1. So, da. Und hinauf. Und da gibt es natürlich auch diese komischen Adlergestalten da, oder was es auch immer darstellen soll. Energie, danke schön. So, ich gehe absichtlich jetzt darunter. Ich habe die Raupe gesehen, aber ich muss zuerst das für den Biber aufmachen. Und das ist dann später wichtig. Das ist jetzt hier, also das ist jetzt egal. Das brauchen wir jetzt nicht. Das Wichtigste ist die Raupe da. Und dass wir dann noch weiter nach hinten gehen. So, da. Und den Herz gleich aufmachen. Ja, so sollte es eigentlich normalerweise ausschauen, nicht wie die ersten zwei Tore, die was schwarz waren. Warum auch immer. Egal, hinterfragen Sie einfach nur, das gehört halt so. So, da. Dann geht das wieder hinauf. Ich stelle mir die Kamera komisch an. Aber die Musik halt da ändert sich halt auch immer je nach der Jahreszeit. Also ja, wer hätte das gedacht? Wow. Für die Honigfarben, die was die hinterlassen, die lasse ich am Boden liegen, falls mal wieder so wie vorher runterfliegen. So, da. Und hätte man das Kamel aus der Wüste nicht befreit, könnte man sich da auf das Kamel draufspringen und der Blume das erste Mal Wasser geben. So, das Kamel schlaft es auch. Hallo Stier.
Scheiße, oder? Da ist noch ein Mumbo-Schädel. Ich komm, oh, komm. 16. 3, 5 brauchen wir. Folgende Feder brauchen wir dann für den Herbst. Das kann ich ja schon jetzt sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich zwei Videos heute bringe oder nur eins. Da steht wahrscheinlich dann eh im Titel, ob ich eins oder zwei. Also im Titel ist ein bisschen blöd, aber. Und immer schön im Mumbo-Schädel reingehen. So, ist da irgendwas Besonderes? Ein Mumbo-Schädel. Haben wir 17. Da fehlen immer so viele. Sollten wir eigentlich zusammenbringen in der Welt. So, ich habe eine Raupe gehört. Das ist die vierte. Ich bin so gescheit. Und falls wir jetzt sterben würden, würden die Würmer erhalten bleiben, nur halt die Puzzleteile sind halt weg. So, jetzt habe ich die goldene Feder für ein Mumbo-Schädel ausgebracht. So, jetzt kommt das zweitschierste Jump'n'Run in der Welt, und zwar die Blätter. Oh Mann, ich liebe es. Erst, lass mich drauf. Da hüpfe ich ja gleich mal ganz runter, ne? Und ja, das geht nur im Sommer. Herbst. Ah, weh, das ist es. Na, geh da rauf. So, ich glaube aber, ich könnte im Winter da rauf fliegen. Wodurch habe ich jetzt noch zwei Leben verloren? Wo ist die letzte Honigwabe? Find's nicht. Na Gott sei Dank hebe ich mir die Honigfarben auf. Na geh da rauf! Ich hasse die Steuerung. Und ja, sogar auf Nintendo wäre es so schlimm. So, vielleicht schaffe ich es ja jetzt einmal, die ersten paar Meter darauf zu kommen. Das gibt's ja nicht! Was ist denn heute los mit mir? So. Na endlich. Boah. Also ich verspreche schon einmal, hier werden viele Fails passieren. Und das erste Puzzleteil von der Welt. So, da. Die
Den Mumuschädel hole ich mir natürlich. Das ist keine Frage. Und darüber. Nein. Und ich gehe zu Fuß hinauf. Na, steigen bitte. Weil sonst wird das nichts. Der ist ja tot. Ah ja. So, und jetzt zu Fuß hinauf. Vielleicht schaffe ich jetzt ganz hinauf. So, da. Den Mumbo-Schädel da hinten holen. Die goldene Feder da hinten holen. Die goldene Feder da drüben holen. Ja. Eine zusätzliche Raupe holen. Also, ja, zusätzlich. Haben wir jetzt 5. So, Energie ist voll. Ich hoffe, ich habe in der vorigen Welt keine Dings verpasst. So, jetzt ist die Frage. Mache ich das jetzt? Oder im nächsten Part? Okay, wenn ich das jetzt mache, ich tue jetzt schon mal speichern, ja? Weil das, was jetzt kommt, ist einfach... So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Oh, ich hab's geschafft, ohne viel Leben zu verlieren. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das so einfach schaffe. Das Speichern war ausnahmsweise, weil normalerweise sterbe ich da immer. Aber das heißt doch, dass ich das Sicherheit nochmal speichere. Ich weiß, ich hab's gesagt, aber wenn ich einmal runterfliege, ist aus. Und es ist auch lustig, wenn ich mit Saves jetzt runterfliege und dann neu laden muss. Ist auch lustig. Ich würde mich so tode lachen. So, weil jetzt kommt eh was Schieres. So. Pass noch mal try. So, da. See you next. So, jetzt sind wir oben. So, da. Dann gehen wir da hinein, bevor wir uns die Noten holen. Eichen sind ein Stück, weil sie vor einem Monat alle Eichen gegessen hat. Ja, das Pech gehabt, wenn du so gefräßig bist.
Oder? So, ja. So. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell das passieren kann. Das kann nämlich schneller passieren, als es möglich ist. Wieso habe ich nichts gespeichert? Ich bin schon dumm. Jetzt muss ich alles holen, was ich jetzt geholt habe. Aber ist nicht so schlimm, es war nicht so viel. Es war ja nicht viel. So, das eine mache ich noch. Und dann ist der Part zu Ende. Also wenn ich jetzt nochmal runterfliege, muss ich das Puzzleteil Nummer 3 nochmal holen. Das, auf das habe ich keine Lust. So, 21. Shirt. Ja, ihr seht ja, wie schnell das geht, dass man da runterfliegt. Dem mal seine 5 Raten geben, dass er glücklich ist. Bleiben 2 übrig. Und er wird größer. So, es fehlen jetzt quasi noch 4. Was 4? Bin ich jetzt deppert? Erst hör auf mit den hin und her summen, war. So, jetzt gehen wir da ganz hinauf. Und holen uns noch das. Und zwar Puzzle Nummer 4. So, jetzt muss ich einmal speichern, weil das, was ich jetzt mache, scheint förmlich noch tot. Einmal Leben holen. Und holen uns die eine Raupe da drüben. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch zum Tor für die nächste Welt. Und dann war's das mit diesem Part. Wir haben so ziemlich jetzt alles, was wir jetzt in der Welt machen haben können, in der Welt gemacht.
So, umbringen. So, gehen wir noch an. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Banjo-Kazooie. Lasst einen Daumen da und ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis bald und ciao.